Gott, ich will einen Aussie-Haul machen. Ja, eigentlich wollte ich nicht, dass so viele Hauls hintereinander kommen, damit das ein bisschen mehr Abstand hat, aber egal. Ich will den Haul unbedingt abdrehen, weil ich will die Sachen euch unbedingt zeigen und unbedingt waschen und dass ich sie dann endlich anziehen kann. Also, fangen wir mit dem ersten an, das ich oben drauf gelegt habe. Das habe ich mir so zufällig noch beim Aussie gekauft. Das ist nicht alles von einem Haul, sondern ich habe mir das so einzelmäßig gekauft. Aber ich zeige euch da ein Tragebild davon. Ich schaue ein bisschen dicker aus bei dem Tragefoto. Ich habe das auch auf Facebook postet, das Tragebild. So sieht das Kleid aus. Normalerweise ist es nicht mein Ding. Es schaut irgendwie für mich aus nach Oma. Aber ich finde, das war irgendwie so süß, weil es hat doch beim Bauch da das so ein bisschen dünner gemacht und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich habe es mir auch reduziert gekauft. Es hätte 25,99 gekostet, ich habe aber so einen 6-Euro-Gutschein gehabt und deswegen hat es nur 19,99 gekostet. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du das ausnahmsweise mit. Wie gesagt, ihr habt ja das Tragebild gesehen. Dann habe ich eine Weste. Da musste ich das Bild nehmen von... Ich meine, das ist nur eine Weste. Für was braucht man da ein Tragebild? Aber ich wollte die unbedingt haben, weil sie gelb ist. Mein Hund niest sich da hinter mir weg. Ich habe das Bild von Instagram. So, also das ist eine ganz normale, schlichte, gelbe Weste. Ich habe nur so eine ähnliche schon. Deswegen wollte ich die unbedingt auch haben. So sieht die aus. Ihr habt das Tragebild gesehen. Da habe ich nämlich spontan eins gemacht, weil meine Schwester eins sehen wollte, habe ich das von Instagram schnell gestohlen. Meine Rotphase ist noch immer da. Das habe ich nämlich dann... ich war die ganze Zeit nämlich im Aussie drinnen. Und dann habe ich noch nachträglich eben das Kleid in einem anderen Aussie gefunden. Und deswegen habe ich mir das auch noch gekauft. Da war meine Cousine sogar dabei. Ja, die hat, glaube ich, eher auch meine rote Phase nicht verstanden. So sieht das Kleid aus. Davon habe ich jetzt kein Tragebild, weil das war kurz vor Ladenschluss und ich wollte das unbedingt noch mitnehmen, weil das war das letzte in meiner Größe und es ist rot und es hat hier dieses verkreuzte und deswegen, ja, mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Es hat gekostet 9,99 und da kann man auch nichts sagen, weil das ist nicht einmal teuer, finde ich. Die ganzen Rechnungen hebe ich zwar auf. Ah ja, die Weste. Die gelbe, die hat 19,99 gekostet. Ich habe das extra aufgehoben für euch, damit ich die Preise nicht nochmal in die Kommentare, also in die Infobox schreiben muss. Mein Gott. Das war ein Katalog. Weiter geht's. Ich habe mir noch ein... Da habe ich ein Tragebild. Da zeige ich euch auch gleich die grüne Hose dazu. Auf dem Foto schaut es nicht so aus, als wäre es eine grüne Hose, aber ich habe da die grüne Hose an. Die sieht so aus, sogar in der Kamera kommt es fast schwarz rüber. Das ist so eine olivgrüne Hose und ich habe mich so in die verliebt. Der hat 19,99 gekostet. Ja, ich bin verliebt in grün, in rot, in gelb, wie man sieht. Das ist echt abnormal. Ja. Wenn es so für einen Knast geben würde, wäre ich da schon längst gelandet. So, dann habe ich noch ein Oberteil. Das seht ihr alles jetzt auf dem Tragebild. Das hat 9,99 gekostet und ich fand das so schön wegen dem hier. Das sieht man an den Ärmeln nämlich so gut. Ich glaube, ich werde euch da zwei Tragebilder einblenden, obwohl ich auf Facebook eh auch das Foto postet habe auf meinem Shea Flanning Facebook. So sieht das Oberteil aus. Und das hat, wie gesagt, eben da diese Verkäufe. Ich stehe auf diese verkreuzten, entweder beim Hals oder da bei den Ärmeln, das gefällt mir gut. Und das liegt auch sehr angenehm, das T-Shirt. Und es war, wie gesagt, auch nicht teuer. Dann habe ich hier, oh, das musste ich auch unbedingt haben, weil ich mal was Pinkes haben wollte, weil ich ja, wie ihr sehen könnt, auch gern Pink trage, habe ich mir dieses T-Shirt hier genommen. Das hat gekostet 5,99. Ja, mag ich auch. Spook! Er raunzt hinter mir da. Gleich, bin gleich fertig. So. Dann habe ich noch ein schwarzes T-Shirt mir genommen. 4,99 kostet das. So sieht es aus. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das für die Arbeit nehmen werde oder privat. Das weiß ich noch nicht. Weil ich brauche längere T-Shirts, weil die, was ich jetzt habe für die Arbeit, die nerven mich. Ist schon gut, jetzt warte kurz. Er kommt da nicht durch, deswegen knurrt er. Eins habe ich noch. Dann bin ich fertig. Okay? Eins habe ich noch. So, wie gesagt, das schwarze T-Shirt, da muss ich noch überlegen. Das hier habe ich mir nicht vom Aussie gekauft, aber ich habe mir gedacht, ich nehme das mit in den Haul rein. Ich zeige euch ein Tragebild. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich das überhaupt nehmen soll. Da seht ihr das Tragefoto. Die Leggings war das einzige, was von mir war. Und diese Hose,
Schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren, wie ihr das Outfit so in der Kombi findet. Ich war mir so unsicher, ich habe die Hose nicht genommen, weil ich sie dann, wenn ich sie nur so tragen habe, hat das auch schon wie eine Pyjama-Hose. So hat es mir persönlich schon gefallen, aber ich weiß nicht, irgendwie weiß ich es nicht. Aber das Oberteil habt ihr ja da schon gesehen und das sieht so aus. Das finde ich wunderschön, das macht doch den urschönen Bauch. Es hat 15 Euro, glaube ich, kostet. Das war in der Lugner City in so einem komischen Klamottengeschäft. Fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Aber es ist neben Marionneau dort, also wenn ihr mal in der Lugner City wart. Es ist schön und ich weiß nicht, ob mir die Kombi gefällt oder nicht. Schreibt sie mir mal in den Kommentaren, weil ich bin jetzt nicht so dieses Fashion-Mädel, dass ich mich da so gut auskenne. Sondern ich kombiniere das eher so, wie ich mir das denke. Deswegen schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ob ihr das so mit meiner Figur tragen würdet. So, ich dachte, da kommt wer rein. Ob ihr das mit meiner Figur so tragen würdet oder nicht. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Also ich war mir wirklich nicht sicher. Ich habe die Hose, wie gesagt, jetzt nicht genommen, weil... Nein, irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Meine Mom hat dann gesagt, ich hätte schon nehmen können. Das wäre mal was Mutiges gewesen, für meine Figur auch. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Das sage ich die ganze Zeit. Auch wenn ich das Bild anschaue, denke ich mir immer noch, ich weiß nicht. Aber ja, es ist egal. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie gesagt, wie ihr das in der Kombination findet. Ob ihr das so tragen würdet oder nicht. Ihr könnt auch ehrlich sein. Scheiß drauf. Ich will nämlich wissen, wie ihr das findet. Weil ich war mir wirklich unsicher. So, ich hab's geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kann ich endlich meine Wäsche waschen. Ich habe nämlich gewartet, bis ich die Sachen endlich euch zeigen konnte, damit ich die Sachen waschen kann. Ich darf in kein Gewandgeschäft gehen mehr in der nächsten Woche, glaube ich. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Sachen so findet. Auch wie sie anzogen ausschauen und so. Und ja, wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!